begrüßen für unser Webinar Ab und das Dach, Spiele für drin, unseren Jahreskalender für den Oktober. Federführend dafür ist Lena. Lena ist unsere Kitasportleiterin, unser kreativer Kopf. Und ja, ich sage an der Stelle auf jeden Fall herzlich willkommen, Lena. Vielen Dank, hallo an alle. Ich freue mich sehr, auch heute wieder dabei sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Sonst hätte uns auf jeden Fall was gefehlt. Ich will euch einmal noch mal kurz das Projekt Sport Digital vorstellen. Wie ihr seht, ist das Ganze auf drei Säulen aufgebaut. Einmal begonnen mit Sport macht Spaß bei YouTube und auch immer noch eine der Säulen, die wir haben, wo wir in der Zeit von Corona mit YouTube-Videos die Republik bewegt haben. Weitergehend davon ist im Endeffekt die Albatheke, über das, was wir heute sprechen wollen, nämlich unter anderem den Jahreskalender, aber eben auch die Sportstunden und die Webinare und die Fortbildungen. Das ist das Stichwort für den Part Nummer 3, die dritte Säule unseres Projekts, nämlich die Präsenzfortbildungen, wo wir in jedem Bundesland einmal mindestens eine Präsenzfortbildung machen werden, plus die regelmäßigen Webinare, die also stattfinden. Dazu wird es auch am Ende des Webinars nochmal einen kleinen Teaser geben, einen kleinen Hint geben, weil wir nämlich auch noch ein paar Spezialfolgen geplant haben in der nächsten Zeit, noch bevor das Jahr zu Ende geht. Und darauf werden wir auch nochmal so ein bisschen hinweisen und euch zeigen, wo ihr euch da genau anmelden könnt, was das Thema sein wird. Aber dazu gibt es auf jeden Fall nachher mehr. Und jetzt steigen wir erstmal ein, nämlich mit dem Jahreskalender für den Oktober. Und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, Lena, was wir uns eigentlich für Gedanken gemacht haben für den Oktober oder im Spezialfall du, weil du ja quasi die Leitung für unseren Jahreskalender hast und immer super Ideen hast, die uns durch den nächsten Monat bringen. Und da würde ich gerne einmal kurz dir das Wort übergeben und uns mal von dir erklären lassen, was ist denn eigentlich im Oktober thematisch dran? Genau. Also wir haben sehr viele nette und sehr inspirierende Nachrichten auch von euch bekommen vom September. Da also vielen großen Dank an alle, die unseren Fragebogen auch genutzt haben, um uns Hinweise zu geben, wie die Stunden im September schon bei euch auch verlaufen sind, was mir ganz, ganz doll hilft, die Einheiten zu planen. Wie ihr wisst, ist es immer ein bisschen aufregend, wenn man anfängt, mit den Gruppen zu arbeiten. Und man sich erstmal kennenlernen muss. Das war ja so das große Thema im September, dass wir teilweise neue Gruppen kennenlernen durften oder aber auch nach den Sommerferien wieder in die Pause, also ne, wieder reinkommen wollten und wieder kennenlernen mussten. Das haben wir genutzt und haben tatsächlich in der Vorbereitung so ein bisschen die Spiele im Oktober nochmal angeglichen, weil wir gemerkt haben, aufgrund eurer Rückmeldung, dass wir so ein, zwei Punkte vergessen hatten. Deswegen, wenn ihr da Beobachtungen macht in euren Bewegungsstunden, dann schickt uns das gerne, weil wir dann eben die Einheiten nochmal verändern können. Das war so ein bisschen die Grundlage tatsächlich für Oktober. Im Oktober, der Grundgedanke war, dass wir von draußen, das Wetter wird jetzt so ein bisschen na, ungemütlich will ich nicht sagen, aber es wird ein bisschen kühler, wir sind nicht mehr ganz so stabil, dass wir von den Draußeneinheiten langsam aber sicher in die Bewegungsräume gehen und auch hier dann das Kennenlernen eines Sportraums eben im Fokus steht. Und was der Herbst so mit sich bringt, die Kastanien und Eicheln sind endlich von den Bäumen gefallen. Also hier schon mal der Hinweis, sammelt kräftig Naturmaterialien für die Sporteinheiten, die man total super in die Bewegungseinheiten
im Oktober einbauen kann. Und auch hier, ne, ist es eine Möglichkeit, gerade wenn man an einer Kita arbeitet, dass man das auch nutzt, im Kita-Alltag zu sagen, man schaut nochmal, wo denn gerade Kastanienbäume sind und nutzt den Spaziergang, um eben mit den Kindern gemeinsam Kastanien oder Eicheln zu sammeln, die man dann eben in den Sportraum mit einbauen kann. Da hast du so schön schon zwei Sachen direkt mit angeteasert. Das erste, da würde ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich auf den Fragebogen. Ihr werdet den Fragebogen im Laufe des Webinars auch nochmal im Chat finden. Da werden wir euch den Link reinposten. Ihr findet den Fragebogen aber auch immer unter den Webinaren im Download-Bereich, auch unter den Webinaren, die schon einmal gelaufen sind. Auch das werde ich euch nachher nochmal zeigen, wo finden wir die nächsten Webinare, aber vielleicht auch, wo kann ich dem Kollegen der Kollegin nochmal das alte Webinar zeigen, was vielleicht vom letzten Monat ist, und da zeige ich euch auch nochmal, wo dann dort der Fragebogen ist. Wie gesagt, ihr werdet das auf jeden Fall hier noch einmal im Chat haben. Und jetzt zu diesem wirklich wichtigen Tipp, der nämlich, wir werden es auch gleich sehen in den Spielen, nämlich das Sammeln, das fleißige Sammeln von Kastanien, von Materialien. Ihr seht es auch hier bei uns schon, wir haben das als Tipp mit reingenommen, dass sich die Bastelstunden in der Kita also super dafür eignen, diese Sportspiele schon vorzubereiten. Wenn wir euch gleich die Spiele zeigen, dann werdet ihr nachher bei der Pilzblumenwiese oder bei der Pilzzeit auch nochmal sehen, warum wir das genau auch einmal so anteasern. Und ich fand auch ganz toll den Tipp, Lena, den du mir mitgegeben hast, nämlich zum Thema Sammeln. Welcher Tipp war das, Andi? Welcher von den vielen Tipps war das? Du hast mir den Tipp mitgegeben, dass wir quasi die Zeit nutzen sollen, um mit den Kindern zusammen sammeln zu gehen, und dass du dann vorher immer schon dir bestimmte Orte auskundschaftest. Ja, genau. Das mache ich eben in Vorbereitung meiner Einheiten, dass ich dann im Umfeld der Kitas, an denen ich arbeite oder an den Bildungsorten, eben schaue, noch am Morgen, sind die Kastanien schon weggesammelt von fleißigen anderen Kindern, oder aber sind so viele Kastanien noch vor Ort, dass sich der Spaziergang zum Baum auch lohnt, oder aber, ne, man kann das natürlich auch so ein bisschen als Schatzsuche inszenieren, als eine eigene Bewegungsstunde zu sagen, wir machen uns auf die Suche, und dann klappert man eben mehrere Kastanienbäume in der Umgebung an, aber dazu ist es eben wichtig zu wissen, wo die Bäume auch liegen. Und genau, das sind immer sehr, sehr schöne Ausflüge, weil die Kinder so auch nochmal ihren Stadtteil näher kennenlernen können. Ich sagte ja, ist ein super Tipp, und den wollte ich hier keinem vorenthalten. Ich würde hier einmal noch mal ganz kurz für die, die es noch nicht kennen, wir haben vielleicht ja auch den einen oder anderen oder die eine oder andere dabei, die den Jahreskalender vielleicht zum ersten Mal heute sieht. Wir haben hier uns Gedanken gemacht bei Alba in der Albathek dazu, wie können wir unsere Kita-Sportstunden dafür nutzen, inhaltlich aufbereitete Spiele anzubieten, die aufeinander aufbauen, die didaktisch also wertvoll sind, um Kinder darauf vorzubereiten. Dafür gibt es jetzt, wie gesagt, im Oktober die Möglichkeit, drinnen die Sachen zu entdecken. Und hier findet ihr für jede Woche immer eine jeweilige Sportstunde, die uns dann dazu führt, nämlich zum Übergang und zum ersten Spiel. Wir wollen nämlich als erstes anfangen mit dem Schattenlaufen gleich. Und ihr seht hier auf der linken Seite die drei Spiele, die wir uns für euch zusammengestellt haben und ausgedacht haben. Das ist einmal in der ersten Woche wäre das Schattenlaufen, Sechstagerennen und Küstwache. Die ganzen Sportstunden sind immer konzipiert für 45 Minuten, sodass ihr also in einer guten Zeit und mit gut viel Durchsatz, da haben wir auch Feedback zu bekommen, den meisten ist das vollkommen ausreichend, 45 Minuten zu haben. Das freut uns natürlich.
Und für die, die vielleicht noch da so ein bisschen zeitliche Probleme hatten und das nicht ganz geschafft haben, ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit so ein bisschen einpegeln. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Lena, ist das ja am Anfang immer ein bisschen schwer, richtig? Ja, genau. Also ich glaube, man muss sich da gegenseitig so ein bisschen Zeit geben, aneinander zu gewöhnen und auch herauszufinden, wie die Bewegungseinheiten durchgeführt werden können und was das auch an Zeit einnimmt. Ne? Manchmal, gerade wenn man in ganz neuen Gruppen ist, braucht es dann eben auch noch mal mehr Zeit, um Rituale einzuführen, zur Begrüßung. Ne? Da werden vielleicht auch noch mal andere Sachen angesprochen. Und da kann es dann auch sein, dass die Bewegungszeit ein bisschen geringer ist und sich das dann aber über das Jahr so ein bisschen erhöht, also die Bewegungszeit erhöht und dann genau, da die Gewichtung auch noch mal ein bisschen anders aussieht dann, ne? Ja, ich glaube auch, das pegelt sich dann mit der Zeit ein. Wir starten jetzt mal mit dem ersten Spiel. Das ist Schattenlaufen, ein Laufspiel für kreative Duos. Wir machen das so, wie ihr das gewohnt seid bei uns. Wir werden immer das Video einmal komplett uns mit euch angucken, mit Ton. Und beim zweiten Mal werden wir dann uns von Lena erklären lassen, welche Besonderheiten sie in dem Spiel sieht, werden das Spiel laufen lassen, aber ohne Ton, sondern einmal mit Expertenmeinung. Und ja, dann seid ihr auf jeden Fall nochmal aufgefordert dazu, wenn ihr Fragen oder jetzt auch Sachen und Anmerkungen habt, die euch jetzt schon aufgefallen sind, gerne posten, gerne in den Chat Fragen ins Q&A, dann können wir darauf gerne Bezug nehmen. Wir spielen das Spiel Schattenlaufen. Dafür sucht ihr euch gleich einen Partner, geht mit dem Partner zusammen. Ihr dürft euch in der ganzen Halle bewegen. Einer von euch beiden läuft zuerst vorne, der andere ist der Schatten. Der Schatten macht alles nach, was die Person, die vorläuft, vormacht, macht er alles nach. Okay, stopp, ganz kurz. Ganz kurz, stopp. Wenn ich jetzt rufe, Schatten, dann wechselt ihr euch ab. Das heißt, die Person, die die ganze Zeit hinter euch war, rennt jetzt nach vorn, okay? Weiter geht's. Und Schatten. So, und wenn wir uns jetzt das Video nochmal anschauen. Lena, es gab ja einen guten Grund, warum du dich oder wir uns für Schattenlaufen entschieden haben. Und ich würde dir einfach mal das Wort dazu übergeben, uns mal zu erklären, warum so ein, ja, vielleicht auf den ersten Blick simples Spiel, aber doch so viel Inhalt hat, was gerade wichtig ist im Oktober. Ja, genau. Also ihr seht es schon, die Kinder in dem Video sind ein bisschen älter als unsere Zielgruppe jetzt in der Kita. Das heißt, wir gehen ja davon aus, dass wir eine Gruppe haben, die jetzt im letzten Kita-Jahr ist. Und wir greifen hier ein Element auf, das sich Bewegens innerhalb des Raumes. Das heißt, die Kinder dürfen erstmal ganz frei durch den Sportraum sich bewegen. Wir sind jetzt hier in der Sporthalle. Man kann das aber sehr gut in Bewegungsräumen auch spielen mit einer kleineren Gruppe, was vielleicht gerade für den Vorschuljahrgang nochmal auch nochmal interessanter ist, beziehungsweise schon Herausforderungen genug. Das heißt, wir haben hier ein vermeint, also ne, ein leichtes Element, nämlich das sich durch den Raum bewegen. Und aber was erschwerend hinzukommt, ist, dass sich mehrere Paare durch den Raum bewegen. Und das ist eben für diese Altersklasse die Herausforderung, einmal zu sagen, ich habe jemanden, der vor mir läuft und ich versuche das nachzumachen, was diese Person vor mir macht. Das heißt, der Fokus liegt auf dem Kind, das vor mir läuft. Und nebenbei muss ich aber noch sehen, was neben mir passiert und hinter mir und vor mir, eben damit alle Kinder einen freien Weg quasi innerhalb des Raumes haben. Und wir haben dieses Spiel ausgewählt, weil wir gemerkt haben,
wir als erwachsene Menschen haben uns schon sehr oft in Bewegungsräumen bewegt und für uns ist es sehr einfach, uns da problemlos zu bewegen. Und im Kita-Alltag, gerade wenn wir jetzt, ne, wir waren jetzt 2 Jahre lang nur draußen und sind jetzt quasi das erste Mal mit den Kindern in Bewegungsräumen, auch da den Raum nochmal zu erkunden. Und dafür ist dieses Spiel schon sehr schön. Das kann sein, dass die Kinder im ersten Schritt ein bisschen überfordert sind, weil sie das nicht gewohnt sind, etwas vorzumachen und jemand versucht, es nachzumachen. Wenn man das bemerkt, kann man eben schon auch Themen reingeben im Sinne von alle bewegen sich wie Fahrzeuge. Ne? Also wir versuchen, Themen reinzugeben und die Fortbewegungsarten schon für die Kinder ein bisschen einzugrenzen, damit die Auswahl dessen, was sie eigentlich haben könnten, ein bisschen leichter fällt. Das finde ich einen tollen Hinweis. Wir sehen ja hier, dass die Kinder doch zum Teil schon sehr kreativ sind und einfach schon sich so selber Gedanken darüber gemacht haben, wie sie vielleicht auch ihren Partner, ihre Partnerin so ein bisschen aus der Reserve locken können mit ausgefallenen Bewegungen oder Übungen. Aber gerade wenn das noch nicht so richtig funktioniert, sind natürlich solche Sachen wirklich hochinteressant, so laufen wie Tiere oder sowas, dass man sich da so ein bisschen in dem Ganzen so verlieren kann. Ja, manchmal hilft es auch, das nochmal haptisch zu verändern, dass man denen ein Springseil in die Hand gibt. Also manchen fällt es auch schwer, auf eine Distanz zu laufen und seinen Partner oder also das Kind, seinen Partner sozusagen oder Partnerin nicht zu verlieren. Ne? Und auch da kann es eine Hilfe sein, wenn die sich an etwas festhalten, was aber auch sich verändern kann. Also ein Springseil kann straff sein oder aber auch locker. Ja. Da muss man eben dann nur gucken, wie viel Raum hat man und welches Spiel. Ne, ist es dann vielleicht auch eine Papprolle von einer Zewa-Rolle oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, Papprolle. oder ist es eine Keule oder ist es ein Reifen? Da muss man so ein bisschen schauen, wie groß der Raum auch ist und was man den Kindern an die Hand geben kann. Aber das kann auch etwas sein, was das Spiel nochmal für die Kinder, wenn man das allererste Mal mit denen spielt, so ein bisschen vereinfacht. Ich finde, das ist ein tolles erstes Spiel, gerade für den Oktober, gerade zum Kennenlernen. Und wenn ihr jetzt noch keine Fragen habt, dann würden wir einfach an der Stelle schon zum nächsten Spiel übergehen. Wir haben da Pünktchenland für euch vorbereitet und auch hier wieder gleiches Prinzip. Wir werden uns das Video wieder einmal mit Ton anschauen und dann werden wir wieder hören, was unsere Expertin dazu zu erzählen hat. Wir wollen nämlich unsere Schätze, unsere Kastanien auf die andere Seite bringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal gelb aufdecke, nehme ich mir eine Kastanie und laufe oder springe durch alle Reifen mit der Farbe gelb durch. Leg meine Kastanie in die Schatzkiste auf der anderen Seite. Und an der Seite zurück. Laufe zurück, nehme mir eine neue Kastanie, drehe wieder eine Karte um. Und wenn die jetzt eine andere Farbe hat, dann nehme ich natürlich diese andere Farbe. Wir haben auch weiße Farben da drin. Wenn ihr weiß seht, könnt ihr euch die Reifenfarbe aussuchen, wie ihr auf die andere Seite kommt. Oh, gleich haben wir alle Kastanien auf der anderen Seite. Sehr gut. Ja, Lena, ich glaube, man sieht auf jeden Fall als allererstes, dass wir schon deutlich näher an unsere Zielgruppe gerückt sind und die Kinder deutlich jünger sind als bei dem ersten Spiel, was wir gesehen haben. Genau. Also, wir spielen jetzt Pünktchenland. Beim Genau, das ist tatsächlich sind es Kinder aus dem letzten Kita-Jahr. Und ein großes Thema in diesem Jahr ist eben die Entwicklung von Lauf zu Fangspielen. Das habe ich eingangs schon gesagt, dass wir uns halt sehr, sehr viel mit der Laufausbildung auch beschäftigen und wir ja aber die Elemente am Anfang des Jahres nochmal oder also unseres Kita-Jahres sozusagen nochmal wiederholen. Das heißt, das ist so ein Mix aus Lauf- und Fangspiel, aber schon mit so einer Transport-Idee oder mit so einem Gedanken,
Ne, hier haben wir auch unsere Kastanien das erste Mal im Einsatz. Das heißt, wir haben etwas, was wir durch eine Art Parcours oder durch ein Sprungfeld transportieren müssen oder möchten. Und wir nutzen da aber diese Karten, die es den Kindern erleichtert, einen Weg zu finden. Das heißt, wir können darüber so ein bisschen entscheiden, welche Wege die Kinder eben finden sollen. Und auch hier ist das Thema Orientierung innerhalb eines Raumes. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu eben, sieht man das schon, wir haben das Spielfeld versucht, kleiner zu stecken, mit Hilfe der Bänke und diesem blauen Hussen drauf. Und wir haben mehrere Reifen in unterschiedlichen Farben ausgelegt. Und das sind eben die Wege, die die Kinder suchen oder finden sollen. Das ist so ein bisschen wie beim Orientierungslauf. Man hat so eine, ne, man sieht es hier mit dieser Farbe, mit dieser Karte, mit dieser gelben Karte. Das Kind deckt die Karte auf und sucht sich nun einen Weg, den gelben Weg, nämlich durch die Reifen auf die andere Seite. Ne, und man sieht es zwischendurch auch. Auch hier dieser Aufbau des Spiels ermöglicht uns, das als diejenigen, die das Spiel anleiten, den Parcours auch zu verändern. Ne? Das heißt, wenn wir sehen, die Kinder haben bestimmte Wege schon für sich identifiziert, haben wir auch hier die Möglichkeit, Abstände zwischen Reifen zu verändern. Wir können die Reifen nochmal umlegen, um da innerhalb des Spiels dann auch nochmal die Reize zu verändern. Das heißt, wir können die Aufgaben an das Lernniveau der Kinder eben angleichen. Ich finde auch schön, dass man im Endeffekt mit verschiedenen Laufbewegungen oder Fortbewegungsarten, sag ich mal, sich so da seinen Weg durch diesen Parcours suchen kann. Und man eigentlich so vielfältig ist und auch da wieder der Kreativität freien Lauf lassen kann, dass das ein wirklich schönes Spiel ist. Und man hat natürlich auch gesehen, Lena, warum wir am Anfang dann nochmal darauf verwiesen haben, dass wir also eine gewisse Vorbereitungszeit für den Oktober brauchen. Das ist auch der Grund, warum wir uns immer für den ersten Montag vor dem nächsten Monat für unser Webinar entschieden haben. Nämlich, dass halt, wie gesagt, ein paar Kastanien gesammelt werden müssen und dass da vor allen Dingen auch noch vielleicht so die ein oder anderen Kärtchen in der Bastelstunde vorbereitet werden könnten, damit man ja da so ein bisschen drauf Bezug nehmen kann und vorbereitet ist, wenn der Oktober dann losgeht. Genau, also wir hatten, genau, wir, also ganz kurz zu diesen bunten Karten. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, also wir haben teilweise so UNO-Karten oder also manchmal hat man so Spielkarten auch in der Kita, die man eben auch verwenden kann, die man dann gar nicht basteln muss, sondern da kann man sich sonst auch nochmal die Spiele anschauen, die so in der Kita zu finden sind. Ja. Ich würde kurz einmal Bezug nehmen auf die Frage, die uns hier gerade von Sandra Arendt gestellt worden ist. Ich lese sie einmal kurz vor. Hallo, die Frage passt nicht zum Spiel, aber meinen Fünfjährigen sind einzelne sehr motivierte Jungs, die immer Erster sein wollen. Der erste Fänger, der erste in der Reihe ist, etc. Und wie wähle ich ein Kind, wenn mehrere Kids sich melden, um zum Beispiel Fänger zu sein? Damit es gerecht ist, gibt es da einen schönen Weg? Frage an dich, Lena. Ja, ich glaube, diese Situation kennen wir alle. Ja, das ist immer ein riesiges Dilemma, weil natürlich wollen wir, dass Kinder belohnt werden dafür, dass sie großen Enthusiasmus zeigen. Und trotzdem ist es natürlich schwierig für Kinder, die ein bisschen stiller sind und vielleicht nicht ganz so extrovertiert. Also da gibt es auf jeden Fall Ideen, wie man diese Situation lösen kann. Das hängt aber auch immer so ein bisschen von der Gruppe ab und von dem Spiel, das man eben spielt. Gerade bei Fangspielen, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein Fangspiel haben mit festen Fängern, das heißt, es gibt bestimmte Rollen, die sich nicht ändern und die Fängerkinder sind eben für dieses Spiel erstmal haben diese Rolle inne und geben sie diese auch nicht ab. Ne, da hat man eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die Nachfrage nach dieser Fangrolle so groß ist, dass man eher mehrere kurze Fangrunden macht, ne, dann spielt man eben nicht einmal 5 Minuten, sondern zweimal 2 Minuten oder 3 Minuten.
Oder aber man hat einfach Fangspiele, wo die Fängerrolle per se immer wieder wechselt. Und dann ist es vielleicht nicht nur ein Fänger, sondern es werden immer mehr Fänger. Da gibt es mehrere Ideen. Und dann, aber da sind wir schon ein bisschen weiter im Kita-Jahr quasi, das sind dann schon die Älteren, wenn sich die Kinder selber zu Fängern machen können. Also da gibt es so Spielideen, wo man dann selber zum Beispiel bei Schwänzchen fangen, einem das Tuch rausziehen kann und sich damit selber zum Fänger machen kann. Aber da braucht es ein bisschen mehr Erfahrung seitens der Kinder. Aber da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Fangspiele, die das erleichtern. Ja, ich würde hier noch einmal kurz auf die Antwort, die schon von unserer Community kam, nämlich von Sabine Gruppe. Solche Kinder kenne ich ebenfalls. Wir bestimmen mit den Ich-Karten jedes Kind den die erste. Ich-Karten sind bei uns selbstgebastelte Karten der Kinder mit ihrem Foto und diese setzen wir ein zum Auswählen. Dabei wird einfach gezogen, ähnlich wie beim Memory. Finde ich auch eine tolle Idee. Mhm. Ne? Und ist auch etwas, was man in so einer Bastelstunde super vorbereiten kann. Dann hat man, glaube ich, auch am Ende in der Sportstunde wirklich eine sehr interessante Auswahl und der Zufall entscheidet, wer am Ende fangen oder laufen darf. Ja, und ich glaube auch, selbst wenn man, manchmal muss man dann, das meine ich auch mit am Anfang, wenn man sich noch kennenlernt, muss man sich auch den Raum selber geben, zu sagen, selbst wenn ich mir überlegt habe, dass das Fangspiel nur 10 Minuten dauert, vielleicht dauert es auch 30 Minuten, wenn ich den Eindruck habe, dass das gerade das Spiel ist, was die Kinder gerne spielen möchten. Also gerade am Anfang von so einem Kita-Jahr, da geht es so viel um Beziehungsarbeit und dann auch zu sagen, immer wieder die Frage zu stellen, gibt es noch ein Kind, das gerne einmal Fänger sein möchte, damit man denen eben auch den Raum aufmacht, ne? Also und auch nicht da mit einem Zeitdruck irgendwie gehetzt von Spiel zu Spiel irgendwie hangelt, sondern dass man eben da wirklich versucht, diese Atmosphäre, in der wir ja im September ganz stark eingegangen sind, wirklich diese Atmosphäre zu schaffen, wo die Kinder das Gefühl haben, dass sie wirklich gefragt werden und auch ernst genommen werden und wenn sie diesen Wunsch äußern, eben auch wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ein toller Satz auch dafür, eine tolle Überleitung zu unserem nächsten Spiel, wo wir auch vor allen Dingen auch Geduld haben müssen, nicht nur wir als Leiter dieser Sportstunde, sondern eben auch für die Kinder. Und ein wirklich ebenso tolles Spiel ist die Pilzblumenwiese, nämlich ein Laufspiel für Feinfühlige, in dem es um Geduld geht, um ganz viel Geschick und Koordination. Und ich würde an der Stelle einfach mit dem nächsten Spiel weitermachen. Wir spielen es wieder einmal ab mit Ton und dann hören wir uns wieder an, wie Lena das Ganze hier sieht. Wir wollen jetzt unsere Pilzblumenwiese machen. Und dafür schnappen wir uns hier die Rollen. Und jeder darf immer eine Rolle in eine Hand nehmen und die gleichzeitig hier in unserem Spielfeld verteilen, bis alle Rollen weg sind. Und los. Schnappt euch mal die Rollen und verteilt die mal hier. Guck mal, hier ist ganz viel Platz. Nicht so in eine Reihe stellen. Wir wollen hier ganz viel verteilen. Schaut mal, wir stellen die hier hin, okay? Guck mal, wir wollen die hier so ein bisschen verteilt hinstellen. So, nicht so direkt nebeneinander, ein bisschen Abstand zwischen den Pilzen. So. So, hier sind noch welche. Guck mal, genau, schön großen Abstand. Immer schön versuchen. Alle. Okay, dann lass nochmal hier zusammenkommen. Jetzt brauchen unsere Pilze noch die Köpfe. Und dafür nehmen wir uns hier die Deckel und versuchen, die immer raufzulegen, ohne dass die Stängel umfallen, okay? Schnappt euch immer einen Deckel und legt den auf einen der Stängel. Komm mal hier, komm, wir machen mal gemeinsam. Komm. Und alle versuchen mal zu den Pilzen zu rennen und wieder einen Deckel holen. Und losrennen. Und den Pilz drauflegen. Und los. Such dir mal jetzt schon einen Stängel aus. Wo wollen wir den drauflegen? Da hinten? Ja. Ja? Komm, los, dann rennen wir.
Guck mal hier. Darauf? Ja, rot zu rot. Sehr gut. Okay, guck mal. Ein paar sind noch da? Ja, ein paar bleiben ohne. Das ist nicht schlimm. Ja, das Erste, was auffällt, ist auf jeden Fall, dass wir hier fast den gleichen Aufbau haben, ne, Lena? Also der Raum hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ja, genau. Also wir haben wieder unsere Halle quasi, ein Raum innerhalb des Raumes, in der Hoffnung, dass man einen Bewegungsraum innerhalb einer Kita abbilden kann. Genau. Und auch hier ist im Grunde genommen das Spiel erstmal der Aufbau eines Spielfeldes. Das heißt, das nutzen wir schon als Spiel, ne? Also, dass man halt sagt, ja, man verstehe, innerhalb des Spieles, also gleich wird dann noch was passieren und wir nutzen eben quasi den Aufbau mit den Kindern schon als Spiel und man merkt es schon, am Anfang sind sie noch ein bisschen vorsichtig, das ist jetzt sogar, sind es Kinder, die noch ein bisschen jünger sind und man sieht schon auch hier wieder die Orientierung innerhalb des Raumes, das heißt, der Raum war am Anfang ganz leer, die Kinder hatten mit Sicherheit die Zeit, da erstmal ohne Materialien durchrennen zu können und jetzt quasi verändern wir den Raum mit diesen kleinen, aber feinen Elementen, nämlich dieser Papprollen und der Deckel, was die Kinder dann eben auch wieder vor neue Aufgaben stellen wird. Jetzt kann man ja auch so ein kleines bisschen spoilern und mal so ein bisschen von so einem Dreh kurz erzählen, weil du sagtest, die haben oder hätten. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass wirklich wir vor so einem Dreh für so ein Spiel die Kinder einmal durch den Raum bewegen lassen und toben lassen und rumrennen lassen. Deswegen, du hast schon vollkommen recht, die durften sich vorher richtig doll noch einmal bewegen und sind dann erst in dieses Spiel eigentlich gegangen. Ja, das, was ich hier so schön finde, ist vor allen Dingen, entschuldige, dass ich dich noch einmal kurz unterbreche, das, was ich so toll finde, ist, dass sie erst auch damit zurechtkommen müssen, wie viel Platz sie eigentlich benutzen dürfen. Ne? Man hat am Anfang gesehen, wie sie das so ganz klein und eng gestellt haben, aber dass sie dann das nochmal so breit aufstellen, gut, das ist schon ein kleiner Teaser für das Spiel danach, aber das ist dann später wichtig. Aber am Anfang sich sehr auf kleinen Raum beschränkt haben und dann erst groß geworden sind. Ja, das ist immer lustig. Aber das ist auch eine Übungssache mit den Kindern, wenn man eben anfängt, auch so seine Einheiten zu planen. Das heißt, man baut mit Kindern gemeinsam die Spielfelder auf und verändert sie dann auch. Und das ist natürlich für die im ersten Schritt erstmal, können die sich ja das nicht vorstellen auch, ne? Wie das dann tatsächlich, wie groß dann so ein Raum sein kann. Deswegen ist es immer ganz, ganz spannend, wenn man eben auch so anfängt, mit den Kindern zu arbeiten und die eben nicht in eine fertig aufgebaute Sporthalle kommen, sondern sie selber diejenigen sind, die ihr eigenes Spielfeld aufbauen. Und da merkt man dann auch, wie knifflig das sein kann. Ich meine, das hat man bei Niklas, dem Trainer, der das angeleitet hat, schon auch gemerkt, was das für eine Herausforderung ist, auch sprachlich, als derjenige, der das Spiel anleitet. Ne? Welche Formulierung wählt man, die nicht kompliziert ist, aber dann doch dahin führt, was man sich selber vorgestellt hat. Und das hat er wieder sehr schön gelöst, auch indem er eben ganz aktiv mit in dem Spiel mit dabei ist und die Kinder immer wieder persönlich auch anspricht und ihnen dabei hilft und die Kinder auch die Möglichkeit haben zu sehen, was er macht und eben über quasi er als Demonstrant derjenige ist, der ihnen eben Hilfe in einem optischen Reiz quasi gibt. Das fand ich sowieso nochmal ein interessantes Thema auch. Ich würde das einfach mal aufgreifen. Du hast es jetzt zwar nicht explizit als Tipp nochmal mitgegeben, aber ich fand, als wir uns über die Spielauswahl unterhalten haben, fand ich ganz interessant, dass du halt ganz klar auch gesagt hast, wie wichtig das ist, dass die Spielleiter mitmachen wirklich, dass jeder so ein bisschen involviert ist und damit die Kinder auch sehen, wie man sich bewegen kann und damit natürlich auch so ein bisschen die Hemmung nimmt, oder?
Ja, absolut. Also jetzt gerade hat man das nochmal gesehen. Vielleicht passt das dann jetzt auch, dass wir das im Oktober nochmal zeigen. Niklas kennt die Gruppe nicht oder kannte die Gruppe nicht. Ja. Und da auch nochmal zu sehen, welche Möglichkeit das gibt, wenn man aktiv an Spielen teilnimmt, ne? Weil man mit den Kindern etwas gemeinsam erlebt. Und wie gesagt, sie sehen, da ist jemand, der aktiv mit uns spielt und das finden die erstmal interessant. Und wie gesagt, für Kinder in dem Alter ist es eben wichtig, dass sie neben dem, was sie hören, das auch nochmal sehen können. Ne? Das heißt, wir versuchen da unterschiedliche Sinnesorgane anzusprechen und in dem Fall ist es eben das Sehen und das Sprechen oder das Hören dann in dem Moment. Und das ist gerade für die Kinder, deswegen arbeiten wir da auch so viel mit diesen Bildern. Das passt dann jetzt auch in den Oktober mit dieser Pilzzeit. Das heißt, die Kinder können sich teilweise schon, kennen die schon Pilze oder waren vielleicht schon auch Pilze sammeln im Wald oder man kann das eben als Bild nochmal mitgeben. Und die haben sofort eine Assoziation, wie diese Pilze eben aussehen könnten. Wir werden das gleich sehen. Wir haben quasi so eine kleine Spielekette hier zusammengestellt. Und wir nutzen eben dieses Thema des Pilzes oder dieser Pilzblumenwiese, so heißt es bei uns, um den Kindern diesen Einstieg eben auch nochmal zu erleichtern. Das ist doch eine hervorragende Überleitung zu unserem nächsten Spiel. Weil jetzt nämlich genau das eintritt. Man sieht hier schon so ein bisschen mattiert auf dem Spielbildschirm, dass wir also auch in dem Setup gar nicht uns so viel verändert haben und gehen direkt mal in das nächste Spiel, die Pilzzeit, nämlich ein Laufspiel durchs Papprollenlabyrinth und werden uns auch hier wieder einmal angucken, wie das Ganze funktioniert. Wir spielen heute Pilzzeit. Und dafür bewegen wir uns durch unseren Pilzwald kreuz und quer durch. Pass auf, dass ihr nicht aneinander stoßt. Wenn ich unser Kommando rufe, dann setzt ihr euch dort, wo ihr gerade seid, in den Schneidersitz. Okay, und Pilzwald. Alle hinsetzen, da wo ihr seid, einfach hinsetzen. Einfach hinsetzen, wo ihr seid. Okay, ihr braucht nicht jedes Mal zu mir kommen, ihr dürft euch da hinsetzen, wo ihr gerade im Pilzwald seid, okay? Oh oh. Jetzt, unsere neue Fortbewegungsart ist auf allen Vieren wie ein Bär, okay? Also wir laufen jetzt wie ein Bär auf allen Vieren durch unseren Pilzwald. Aber wir wollen schön auf unseren Füßen laufen, nicht auf unseren Knien hinten, okay? Weil der Bär läuft ja auch auf seinen Pfoten, okay? Und so jetzt durch unseren Pilzwald. Erstmal gucken, ui, die Pilze stellen wir mal wieder hin. Willst du den anderen Pilz hinstellen? Und dann ganz schnell durch unseren Pilzwald. Auf allen Vieren. Versuch mal auf allen Vieren. Wie ein Bär. Stell dir vor, du bist ein Bär. Und schön schnell werden. Genau. Und Pilzwald. Alle dorthin setzen, wo sie sind. Jetzt sind hier schon ein paar Pilze umgefallen. Bleib mal hier, Großer. Genau, die stellen wir gleich wieder hin. Die stellen wir gleich wieder hin, die Pilze. Und jetzt wollen wir auf Zehenspitzen durch unseren Pilzwald laufen. Wir stellen uns mal hin und schön auf Zehenspitzen. Erst ein bisschen langsamer, sodass uns keiner mitbekommt. Und dann werden wir ein bisschen schneller. Genau, wenn ihr Pilze seht, die umgefallen sind, dann stellen wir die wieder hin. Und Pilzwald, alle hinsetzen, da wo ihr seid, hinsetzen, wo ihr seid. Wie können wir uns denn noch durch den Pilzwald bewegen? Wie ein Pinguin. Wie ein Pinguin? Also ganz kleine Tippelschritte machen? Ja. Wie? Okay, dann sind wir jetzt. Aber dann wollen wir auch ein schneller Pinguin werden, okay? Schneller Pinguin werden. Und guckt mal, der Pinguin kann auch springen, okay? Der springt auch mal über einen Pilz. Okay? Okay, wieder hinsetzen, Pilzwald, wieder hinsetzen. Welche Tiere leben denn noch so im Wald? Frösche. Okay. Genau, die springen immer so. Okay, dann los, wie Frösche durch unseren Pilze. Ui, alles gut? Alles gut?
Genau, schön quaken. Genau. Und Pilzwald, alle wieder hinsetzen. Wie wollen wir uns denn jetzt durch unseren Pilzwald fortbewegen? Wie ein Adler? Ja, okay, dann lasst uns mal alle die Flügel rausnehmen. Schön groß machen die Flügel. Und schön über unsere Pilze rüberfliegen. Ja, wirklich ein tolles Spiel, in dem man so viele schöne Dinge sehen kann. Lena, also ich sehe da auf jeden Fall als allererstes ganz viel Koordination. Ganz viel Beweglichkeit, durch die kleinen Räume zu gehen und kleine Schritte zu machen. Aber ich sehe da auch ganz viel Fantasie, oder? Ja, also das ist wirklich ein schönes Spiel. Wie eben schon angesprochen, das sind jetzt Kinder, die ein bisschen jünger sind als die Zielgruppe, die wir eigentlich als Vorschulkinder sozusagen benannt haben. Und auch das nicht abschreckend sehen, weil das vom Aufbau so viel mitbringt, eben dieses Laufen durch diesen Wald, was die Kinder schon wirklich, was wirklich ein großes, eine große Aufgabe ist, eben weil das sehr fragil ist, weil die Pilz, also diese Papprollen natürlich sehr leicht umfallen und die Aufgabe sehr schwer sein kann, eben gerade, wie man sieht, sind da sehr, sehr viele Pilzrollen auch, ne? Also da hat man natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, möchte man so viele im Raum stehen haben oder aber nimmt man eine geringere Anzahl. Und was auch bei Niklas, was man echt schön mitbekommen hat, dass er also A mit seiner Stimme auch spielt, ne? Das heißt, er hat ein bisschen lauter gesprochen bei dieser Aktion, wo alle auf den Zehenspitzen gegangen sind, die Stimme auch nochmal gesenkt, also hat nochmal leiser gesprochen, ne? Um dieses Tippeln, dieses Schleichen nochmal auch zu untermalen und so ein bisschen stärker zu machen. Und dann aber auch dieses Element, was ich eben schon angesprochen habe, mit dem, wir versuchen viel mit Bildern zu arbeiten, jetzt in dem Alter mit dem Pilz, da bietet sich das eben auch nochmal an, diese Tiere aus dem Wald zu wiederholen und da die Kinder in die Einheit ganz, also als aktive Parts mit in die Sportstunde mit reinzuholen, um ihnen auch nochmal zu zeigen, ihr seid diejenigen, für die das Spiel ist und die natürlich die Spiele mit gestalten sollen. Und das wird im Vorschuljahrgang wird das ein bisschen anders aussehen. Ne? Also da muss man sich dann im Vorfeld Gedanken machen, ob die vom Niveau her sich auf eine Waldthematik einlassen oder ob man da gegebenenfalls das Thema ein bisschen ändert und darüber eben die Fortbewegung auch nochmal anders gestalten kann. Ne? Was man ganz am Ende vom Video gesehen hat und darauf muss man sich auch einstellen. Das ist kann man aber auch als Spiel mit einbauen, dieses die werden diese Pilze mit den Füßen wegkicken. Und das muss einem im Vorfeld bewusst sein. Und man sollte sich da im Vorfeld schon überlegen, was mögliche sprachliche Kommentare dazu sein könnten oder Aufgaben sein könnten. Und ob man das gegebenenfalls auch als Spiel sieht, zu sagen, ja, es fallen Pilze um. Und es kann aber auch ein Spiel sein, die Pilze wieder möglichst schnell aufzubauen. Gerade im Vorschuljahrgang könnte das was sein, was dem Spiel nochmal so ein bisschen Pfeffer gibt vielleicht. Jetzt fand ich auch ganz schön, du hast ja angesprochen, ob sich die Kinder auf dieses Wald-Setup einlassen und auf die Waldtiere und wenn man gut gehört hat, dann hat das eine Mädchen ja auch einen Pinguin vorgeschlagen und das ist jetzt nicht das klassische Waldtier, aber das ist natürlich ein schöner Punkt und deswegen habe ich gerade eben auch nochmal die Fantasie da so ein bisschen mit reingebracht, dass sie eben sich auch gerade da, also Tiere wie der Adler oder der Pinguin sind natürlich rein aus der Fantasie gegriffen, wie da durch die Halle gegangen werden kann oder geflogen werden kann. Und man so vielfältig eigentlich unterwegs ist, dass man also jedem Kind im Endeffekt irgendwo auch so seinen eigenen Raum geben kann, oder? Ja, absolut. Und auch, also natürlich, wir haben diese Diskussion immer wieder, was lässt man auch als Fantasie zu, ne? Also natürlich hätte man auch sagen können, ja, aber ein Pinguin, es gibt keinen Pinguin in einem Wald.
Und trotzdem kann man sagen, ja gut, aber vielleicht ist der Pinguin auch zu Besuch. Also ne, man kann das ja auch einordnen im Sinne von, schönes wenn das Bild Kind... Hat. Ja, also weil ich meine, das Kind hat sich getraut, ein Tier zu nennen. Und das muss halt auch belohnt werden. Und das ist so niedlich, auch wie dann Niklas eingeht und sagt, dass der Pinguin kann auch springen. Also das ist halt so schön. Und ich glaube, man beraubt sich so viel, wenn man immer versucht, alles richtig einzuordnen. Und wie gesagt, wenn einem das wichtig ist, dass Kinder auch ne, im Sinne eines Lehrauftrags einordnen zu können, dass ein Pinguin nicht im Wald lebt. Das stimmt. Und dann ist aber die Frage, wie man das schafft, das Kind nicht bloßzustellen, sondern dass man dann eben andere Mittel und Wege findet, dass es vielleicht, dass der Pinguin vielleicht doch heute im Wald ist. Und ja, das ist ich, ja. Also ich finde, also, ich fand das einfach schön. Toll. Ja, ich fand auch einfach toll, wie Niklas darauf eingegangen ist und natürlich auch, wie das dann auch genutzt wurde, ne? Weil am Ende ist ja egal, welches Tier da durch den Wald geht, weil wir wollen, dass die Kinder da mit möglichst viel Spaß und viel Bewegung durch das ganze Spiel stapfen. Und ob das jetzt ein Pinguin ist oder ein Eisbär, der dann im Wald lebt, und das Bild natürlich, wie der Pinguin zu Besuch ist, ist für mich gerade in meiner Fantasie ein herrliches. Also von daher ist das auf jeden Fall sehr schön. Und ein tolles Spiel, gerade auch für den Herbst, gerade mit den Pilzen. Und auch in Bezug auf unseren Jahreskalender ist diese Pilzzeit ja etwas, wo wir noch mehr Spiele haben. Mhm. Und wenn man sich da so ein bisschen in der Albathek umschaut, ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, wir haben, glaube ich, hier, haben wir das sogar als drittes Spiel hier drin? Kartensammeln ist ja dann auch noch quasi ein Spiel, aber dass man im Endeffekt die Pilze auch nochmal füllen kann mit den Kastanien und das Ganze also als so eine Art Versteckspiel oder Memory benutzen kann, wo ist eine Kastanie drin, ein Team versteckt und die anderen holen das. Also dieser Aufbau ist einfach so, so schön und so vielfältig, dass ich finde, dass das ein ganz toller Einstieg ist, auch gerade in den Kita-Alltag und vielleicht auch sogar zum Teil für Grundschüler, die erste Klasse sind oder zweite Klasse sind, um dann wirklich viel Spaß in so einer Sportstunde zu haben. Nochmal der Aufruf an alle, bevor ich Lena kurz nochmal das Wort gebe dazu, die auf jeden Fall dazu noch was zu sagen hat. Wenn ihr Fragen habt, gerne ins Q&A die Fragen damit reinschreiben. Wenn ihr Anmerkungen habt, mit in den Chat. Wir haben ja hier schon so ein bisschen Fragen gehabt. Vielleicht gibt es auch noch andere Fragen. Es muss nicht unbedingt zu unserem Jahreskalender sein. Nutzt das gerne. Stellt uns einfach ein paar Fragen. Und dann können wir vielleicht darauf auch Bezug nehmen. Und jetzt nochmal an Lena das abgeben. Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu dem Aufbau sagen. Weil ich glaube, dass das immer wieder Thema bei uns allen ist, die Frage, wie kann man Bewegungseinheiten gestalten ohne viele Umbauphasen, weil auch das kennen wir, sobald halt größere Umbauphasen sind, A, verliert man da Zeit und zweitens sind es meistens so die Momente, wo man die Gefahr eingeht, dass man Kinder verliert, im Sinne von dann passieren Dinge, weil die kurz gelangweilt sind oder nicht wissen, was sie machen können. Und da dann eben nämlich deswegen hier auch nochmal der Hinweis, dass man eben Spiele bündeln kann, so wie diese Pilzblumenwiese, dann Pilzzeit. Und wie gesagt, es gibt noch andere Spiele auch in der Albathek, wo dann dieser Aufbau immer nochmal weiter genutzt wird. Also auch in der Vorbereitung sich die Frage zu stellen, wie kann ich meine Einheit oder meinen Bewegungsraum gestalten, sodass es möglichst wenig Umbauphasen gibt. Und auch das haben wir beim Bauen der Bewegungseinheiten hier im Jahreskalender versucht zu berücksichtigen. Und genau, falls ihr hier dann nochmal Fragen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Es gibt da tolle Beispiele auch auf anderen Portalen, die das ganz, ganz toll abbilden. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Hinweis. Ich würde die Zeit, die wir jetzt hier noch haben, einmal nutzen, um erstmal so ein bisschen auch nochmal, Lena hat es gerade angesprochen, Werbung in eigener Sache zu machen. Denn
die Albathek ist im Endeffekt noch nicht an ihrem Limit angekommen. Und für diejenigen, die die Albathek so ein bisschen länger verfolgen, werden wir sehen, es sind also auf jeden Fall in den letzten Wochen noch einige Spiele mit dazugekommen. Und wir sind jetzt insgesamt bei über 310 Spielen. Allein im Kita-Bereich haben wir jetzt schon 125 und schöne Sportstunden. Deswegen auf jeden Fall da auch nochmal der Hinweis, dass wir das immer wieder weiter erweitern und ihr immer mit neuen Sachen versorgt werden. Ich lese jetzt noch einmal eine Frage vor. Sandra Arendt schreibt, und noch eine Frage, bei meinen Kids funktioniert es eher schlecht, dass sie in einer Reihe stehen, zum Beispiel beim Staffelspiel. Das wird eher ein Ameisenhaufen. Auch ein schönes Bild. Gibt es auch hier einen Tipp für mich? Lena, wie sortierst du deinen Ameisenhaufen? Mein Ameisenhaufen, wichtige Frage. Ich versuche bei Staffelspielen, das in Zweier- oder Dreierteams nur spielen zu lassen. Meistens tatsächlich in diesem Alter nur mit zu zweit. Und dann versuche ich das meistens, entweder setze ich sie in einen Reifen, ne, oder man hat halt so Teppichfliesen, weil Reifen ein sehr hoher Attraktivitätspunkt sind. Also Reifen sind immer Hula-Hoop und viel Bewegung und alles, aber nicht auf dem Boden liegen in dem Alter. Deswegen, wenn man hier die Möglichkeit hat, so mit Teppichfliesen zu arbeiten, dann Teppichfliesen oder so kleine Matten manchmal. Aber wie gesagt, wenn ich draußen bin, dann sind es meistens tatsächlich Reifen und das ist dann so deren Aktionsraum und dann stelle ich aber auch Aufgaben. Das heißt, wenn sie zu zweit sind, dann meistens sammeln sie auch Dinge oder sie haben eben Sportgeräte als Staffelstab, sodass die motorisch auch nochmal gefordert werden. Und dann, wie gesagt, schnelle Wechsel, also kurze Strecken, schnelle Wechsel und das weiß ich gar nicht, ob wir das auch in der Albathek haben. Teilweise stellen wir dann eben auch, gerade wenn sie Dinge sammeln, dass sie dann Aufgaben im Reifen bekommen oder also, dass dann die Person, die quasi wartet, eine Aufgabe hat, wie beispielsweise etwas zu bauen, dass die auch beschäftigt sind und ja, genau das. Ich glaube, so versuche ich das zu lösen, weil Staffel in dem Alter wirklich schwierig zu organisieren ist, weil es als Organisationsform einfach schon schwierig ist. Ja, aber ich finde das mit den Reifen und den Teppichfliesen oder generell so kleine Hütchen oder sowas ist immer ein schöner Anhaltspunkt, wo man sich dann am besten wahrscheinlich hinsetzt und dann loslegt oder starten kann. Ja, und meistens ist es wirklich, dass man eben diese Wartephasen minimiert. Ja, ja, genau. Wir wollen, bevor wir jetzt hier noch einmal zum letzten Teil übergehen, nochmal darauf verweisen, dass die Teilnahmebescheinigung auf jeden Fall innerhalb der nächsten Woche ausgestellt werden. Wir hoffen, dass wir bis Mitte der Woche soweit schon sind. Das ist nicht so ganz unkompliziert und ein bisschen Aufwand. Deswegen seht uns bitte nach, wenn das nicht gleich sofort passiert. Solltet ihr aber bis zum Ende der Woche noch keine Teilnahmebescheinigung bekommen haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, erinnert uns daran. Oder wenn irgendwas sein sollte, dass ein Name falsch geschrieben ist auf der Teilnahmebescheinigung, dann auch einfach kurze Antwort an uns und dann bekommt ihr das natürlich mit dem richtigen Namen und richtig ausgefüllt wieder zurück. Wenn ihr Fragen habt zum Webinar oder generell, dann gerne an sportdigital@albaberlin.de oder ihr schreibt das einfach ins Feedback-Formular. Und jetzt will ich noch einmal die Chance nutzen, auf unsere nächsten Webinare zu verweisen. Das ist einmal heute gleich, wer sich dafür interessiert, nochmal die Albathek mit der Albathek des Schuljahr. Da sind andere Formen und Spiele unterwegs. Auch Lena wird dort nicht mehr sein, sondern wir werden den Christoph Nicol bei uns zu Besuch haben. Und das nächste Webinar, was dann für die Kita interessant wird, findet am 24.10. statt. Dort werden wir dann über den November referieren und erzählen, was für Gedanken, was für Spiele dort dann auf euch zukommen. Auch hier wieder der letzte Montag vor dem neuen Monat.
Anmelden könnt ihr euch aber auch schon jetzt. Das heißt, das Webinar und die Anmeldefristen sind alle schon offen. Ihr könnt hier einfach draufklicken, kommt hier somit zum Webinar und Anmeldung an dieser Stelle einmal betätigen und dann seid ihr auch schon genau an der Stelle, wo ihr euch anmelden könnt. So wie ihr auch schon in dieses Webinar gekommen seid, sollte irgendwas nicht funktionieren, dann wieder an sportdigital@alba-berlin.de und dann werdet ihr eine Nachricht von uns bekommen. Noch ein Hinweis, wir werden ein großes Spezialwebinar machen. Insgesamt werden das 3, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Das erste Spezialwebinar wird am 14. November stattfinden. Das wird vom kleinen zum großen Spiel heißen und wir beschäftigen uns da mit den Spielsportarten, wie wir also mit Spielen der Albathek thematisch zum großen Spiel Basketball oder Handball kommen und so einen didaktisch wertvollen Aufbau haben. Wie kann ich also diese Spiele benutzen, ohne gleich ein großes Spiel spielen zu müssen? Jetzt habe ich schon gesehen, der ein oder andere Teilnehmer in diesem Webinar kam aus Nürnberg und da möchte ich die Chance noch einmal nutzen. Wir haben eine große Präsenzfortbildung, die nächste findet nämlich in Bayern statt, besser gesagt in Bamberg vom 11.10. bis 12.10. Wenn ihr da noch nicht angemeldet seid oder aus der Nähe kommt, dann könnt ihr euch da bis zum 7.10. noch anmelden und dort teilnehmen. Dort gibt es dann auf jeden Fall nochmal thematisch deutlich mehr zu hören und zu sehen. Unsere Kollegen vor Ort bilden da wirklich den ganzen Tag über oder 2 Tage sogar das ganze Portfolio der Albathek ab. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt nochmal an den Feedbackbogen erinnern. Den bekommt ihr jetzt auch gerade in den Chat gepostet. Wir würden euch bitten, einmal zu den Jahreskalendermonaten, zu den Spielen, zu einzelnen Sportstunden und ein Feedback dazulassen. Ihr habt das schon am Anfang unseres Webinars gehört. Das ist ganz wichtig für uns, weil wir da auch auf eure Probleme, auf eure Sachen Bezug nehmen wollen. Wir wollen schauen, dass ihr uns so ein bisschen mithelft, das Ganze personalisierter zu machen, darauf eingehen können, wie das Ganze dann funktioniert und so ein bisschen aktiv mitbestimmen, was so die neuen Themen sein sollen, was für Fragen, Schwerpunkte vielleicht damit reinkommen. Es gibt natürlich schon einen Plan, auch für den November und Dezember, aber den wollen wir natürlich immer für euch bestens anpassen. Genau. Für alle die, die es vielleicht nicht geschafft haben oder Werbung für uns machen wollen, für unsere Webinare machen wollen, auf unsere Inhalte aufmerksam machen wollen, ihr könnt das Ganze sowohl bei YouTube euch nochmal anschauen, ihr könnt im Archiv nachschauen bei uns auf der Albathek-Seite. Hier oben seht ihr einmal die Präsenzfortbildung und die Webinare. Alle Webinare, die jemals gelaufen sind, seht ihr auch bei uns im Archiv, könnt ihr aber auch bei YouTube finden. Macht Werbung dafür, tragt die Idee der Albathek weit hinaus und vor allen Dingen aber bringt Kinder in Bewegung. Und an der Stelle würde ich jetzt einmal die Freigabe stoppen, möchte mich sehr stark bei unserer Expertin Lena bedanken und für das tolle Wissen, für die tolle Arbeit, die sie da geleistet hat, bedanken. Und hoffe, dass wir dich auch in den nächsten Webinaren wiedersehen werden. Ja, vielen Dank. Ich freue mich immer über eine Einladung.